Herzlich willkommen zu der Sendung Ich will mitmischen, jung und gemeinsam für andere stark in Hamburg. Eine Magazinsendung, die als Ersatz für die vor der Corona-Pandemie stattfindenden Workshops der Landeszentrale für politische Bildung in Hamburg gilt. Ziel des Workshops ist es, Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, mit jungen Engagierten in den Austausch zu kommen und zu diskutieren. Dazu laden wir zivilgesellschaftliche Jugendorganisationen ein und führen mit ihnen Interviews. Die letzte Folge war sehr spannend und inspirierend. Paula Hoppe hat uns einen Einblick in ihre Arbeit als Mitglied in der Jugendorganisation Naturschutzjugend, abgekürzt die NAJU, gegeben. Und die Team und Saskia und Asen haben die Sendung mit ihren tollen Fragen bereichert. Heute begrüße ich Nadine Kretschmann und Melissa Stuber. Beide sind Mitglied in der Jugendorganisation Jugendparlament Horn. Und ich begrüße auch die Teamenden Nienke und Jonas. Sie haben beide Fragen vorbereitet, mit denen sie halt Melissa und Nadine natürlich stellen wollen. Ja, und wie immer haben wir 20 Minuten, also lass uns direkt doch mal anfangen. Ja, Melissa und Nadine, herzlich willkommen an euch beide. Herzlich willkommen auch an Nienke und Jonas. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bevor wir tiefer in die Fragen eingehen, würde ich gerne, dass Nadine und Melissa, dass ihr euch beide vielleicht mal vorstellt. Was macht ihr schulisch, beruflich? Wie alt seid ihr? Und kommt ihr selbst aus dem Stadtteil Horn oder kommt ihr von ganz woanders? Dann fange ich mal an. Also ich bin Nadine Kretschmann, bin 21 Jahre alt und seit ungefähr 2016 Mitglied im Jugendparlament Horn und seit ungefähr anderthalb Jahren auch Teil der Geschäftsführung vom Jugendparlament. Ich mache aktuell eine Ausbildung in der Edeka-Zentrale zur Kauffrau für Groß- und Außenhandel. Sehr schön. Ja, ich bin Melissa, bin 20 Jahre alt. Ich bin vor kurzem nach Niendorf gezogen, also das andere Ende von Hamburg. Beruflich mache ich ein duales Studium, die Ausbildung als Anlagenmechaniker, SHK, und das Studium als Wirtschaftsingenieurin. Genau, und ich bin seit 2 Jahren jetzt beim Jugendparlament. Ja, ihr seid ja beide Mitglied des Jugendparlament Horns. Was genau kann ich mir unter dieser Jugendorganisation vorstellen? Was genau macht ihr? Im Grunde genommen sind wir eine Gruppe Jugendliche, die sich einmal im Monat treffen, um über Projekte oder über Veranstaltungen zu sprechen. Entweder um selber Projekte ins Leben zu rufen oder um auch Anträge von anderen Jugendlichen oder Jugendeinrichtungen abzustimmen. Mit einem gewissen Etat von der Stadt Hamburg haben wir eben auch finanzielle Möglichkeiten, um gewisse Projekte zu realisieren. Sehr, sehr toll. Und was war denn eure Motivation, zu sagen, ich möchte unbedingt Mitglied dieser Jugendorganisation werden? Also meine Motivation war, dass ich als Jugendlicher schon was bewirken kann, dass ich in der Stadt, wo ich selber wohne, dass ich da irgendwas bezwecken kann, was nicht nur mir, sondern auch anderen hilft und eine Freude bereitet. Nadine? Ich finde es eben auch schön, dass man nicht erst erwachsen sein muss, um was bewirken zu können in seinem Umfeld, sondern auch schon als Jugendlicher was tun kann. Das fand ich irgendwie faszinierend, dass wir selbst entscheiden dürfen, dass es niemanden gibt, den man, also gewisse Dinge muss man schon erfragen, aber wir haben auch einen gewissen Spielraum über Dinge, die wir selber entscheiden können. Und ja, außerdem ist es ja auch so, egal woher man kommt, man kann da eben mitmachen und das ist einfach das Schöne, dass es offen für alle ist und man da schon was bewegen kann. Melissa, du hast die Aktivitäten des Jugendparlament Horns erwähnt. Was genau für Projekte macht ihr? Also wir haben letztes Jahr angefangen, Poetry Slam, beziehungsweise vorletztes Jahr, dass wir regelmäßig jetzt einen Poetry Slam machen wollten. Leider durch Corona geht das jetzt nicht. Des Weiteren haben wir einen Time-Tunnel in Horn, der jetzt auch wieder aufgefrischt werden soll, weil manche Graffitis übersprüht sind. Und momentan läuft auch noch der Horner Käse. Das ist ein Spielgerät für Jugendliche, ein Treffpunkt, wo sich Jugendliche treffen können. Und der ist jetzt auch, also wir mussten eine bestimmte Summe an Geld zusammenkriegen und es sieht gut aus, dass es nächstes Jahr alles fertig wird. Was genau ist der Tunnel, den du eben erwähnt hattest? Das ist der Tunnel, der bei der Horner Rennbahn ist, um von der einen Seite auf die andere Seite von der Straße zu kommen. Der führt halt unterirdisch lang und der wurde
2013 wurde der besprayt und wir haben uns überlegt, dass wir den wieder auffrischen, weil die Farbe auch nicht mehr ganz so frisch ist. Also sieht nicht mehr ganz so schön aus. Also das Jugendparlament hat sich im Jahr 2013, als wir noch gar nicht dabei waren, dazu entschlossen, den Teil, also den Tunnel, weil vorher war da ein sehr dunkler und kühler und kalter Gang, wo man sich ehrlich gesagt nicht so getraut hat, durchzugehen. Und da hat sich das Jugendparlament dazu entschlossen, da die Geschichte Horns ransprayen zu lassen. Wie ist Horn überhaupt entstanden? Und das war ein Riesenprojekt vom Jugendparlament, welches sie realisiert haben mit einem professionellen Graffiti-Maler. Und das wollen wir jetzt eben auffrischen, weil das doch schon einige Jahre her ist und ein bisschen in die Jahre gekommen. Und demnach ist das jetzt unser, ja, eins unserer Projekte, das eben wieder ein bisschen aufzufrischen. Ja, wir haben die Teams, denn die hier auch noch zugeschaltet haben, Nienke und Jonas. Ihr habt beide Fragen vorbereitet, die ihr gerne Dean und Melissa stellen möchtet. Wer mag von euch beiden gerne anfangen? Magst du, Nienke? Nienke, fang gerne an. Ja, dann fange ich einfach mal an. Ja, also erstmal mega cool, dass wir heute mit euch sprechen dürfen. Mich würde eigentlich mal interessieren, wie kann man denn bei euch mitmachen? Also wie gewinnt ihr neue Mitglieder und ja, wie läuft das dann ab, wenn man zum Treffen bei euch kommt? Das Gute ist, dass wir unsere monatlichen Treffen immer in verschiedenen Jugendeinrichtungen abhalten. Es gibt da verschiedene Jugendzentren, Horn ist da sehr breit aufgestellt und so rotieren wir von Monat zu Monat in ein anderes Jugendzentrum, um da eben auch den direkten Austausch zu anderen Jugendlichen zu haben. Und ganz besonders wichtig ist uns dabei auch zu zeigen den Jugendlichen, wir sind präsent, wir machen was und ihr könnt mit uns das zusammen machen. Und das ist zumindest, das ist die eine Möglichkeit, wie man überhaupt auf uns aufmerksam wird. Und die andere Möglichkeit ist eben, wenn man sich kennt oder wenn man andere Leute kennt, die Mitglied im Jugendparlament sind, so rutscht man eben auch mal eben rein. Und eigentlich ist es gar nicht schwer, Mitglied zu werden. Einfach zu drei Sitzungen, die aufeinander folgen, dabei sein. Und dann wird man eben rein gewählt. Also man fragt dann, der Sitzungsvorsitzende fragt dann eben die Mitglieder, ob sie denjenigen reinwählen möchten. Und dann wird eben abgestimmt. Und wenn die Mehrheit dafür ist, dann wird derjenige mit aufgenommen. Aber in der Regel ist es immer die Mehrheit. Wir freuen uns über jeden. Genau. Wie viel Zeit wendet ihr eigentlich immer so auf pro Woche? Also habt ihr regelmäßige Treffen oder wie funktioniert das dann? Also einmal im Monat habt ihr ja gesagt, aber da drumherum ist ja wahrscheinlich auch noch einiges, ne? Ja, genau. Also natürlich hat die Geschäftsführung, das mache ich mit jemandem zusammen, dann haben wir noch einen Vertreter. Natürlich ist das für uns viel, also schon mehr Aufwand, weil wir ja auch die Vorbereitung und auch Nachbereitung machen. Zusätzlich sind auch ja fast alle 2 Monate Anträge zu stellen beim Amt, weil man sich ja auch rechtfertigen muss, wofür die finanziellen Mittel aufgewendet werden. Und da muss man auch planen fürs nächste Jahr, wo will man das Geld da ausgeben. Also es sind schon viele Dinge drumherum, wo man sich drum kümmern muss. Dann haben wir auch noch den Beirat, mit dem wir regelmäßig Rücksprache halten. Es ist aber auch sowas wie entwickelt sich gerade die Gruppe? Da muss man sich ja auch so Gedanken machen. Manchmal gibt es vielleicht so ein kleines Tief. Also auch gerade die Umstellung zu Zoom war für uns schwierig, weil weil nicht jeder daran so gewöhnt ist, mit der Kamera zu sprechen. Klar, wir sind alle keine Profis, aber das sind eben so Dinge, die nebenbei laufen oder auch die AGs. Die sind dann auch manchmal zeitintensiver, je nachdem, was für Projekte da eben anstehen. Also genau, davon ist es so ein bisschen abhängig. Ja, aber glaube ich, klingt schon nach ganz schön viel Arbeit irgendwie auch, so nebenbei mal, ne? Also schon. Genau, und zum Beispiel schreiben wir auch Protokolle. Also bei jeder Sitzung ist auch immer ein Protokollant, der das alles protokolliert und genau aufschreibt, was wir da besprechen. Und auch diese werden weitergegeben. Also es ist ja, schon viel drumherum, was man eigentlich gar nicht so offensichtlich sieht, aber es gehört einfach dazu. Und das macht ja auch alles Spaß. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist die Hauptsache, ja. Ja. Jonas, frag du gerne deine Frage. Mit dem Begriff Parlament, ein Parlament hat ja sehr viel verschiedene Sachen immer zu tun, kümmert sich um ganz viele verschiedene Angelegenheiten und hat viele Funktionen und Tätigkeiten und so. Wie viele Sachen schafft ihr denn ungefähr gleichzeitig zu bearbeiten? Also so in
vielleicht auch in einer Sitzung? Wie viel wird da so abgehandelt? Oder konzentriert ihr euch mehr so auf ein Projekt zurzeit? Also wir machen das so, dass wir alles erstmal aufnehmen und darüber abstimmen, ob wir das machen wollen. Und da sind so viele Ideen, wie kommen, versuchen wir zu bearbeiten. Und meistens passt es, aber meistens können wir alles umsetzen. Ist halt die Frage auch, ob das dann immer funktioniert. Und manche Sachen sind dann von der Stadt abhängig oder so. Da müssen wir gucken, ob das funktioniert. Aber grundsätzlich schaffen wir alles, was Jugendliche können ja einfach zu uns kommen. Wenn wir, sie können uns anschreiben. Wir haben auch eine Instagram-Seite, eine Website haben wir. Können uns einfach anschreiben, wenn die da irgendwas haben, was sie verbessert haben wollen oder so. Und dann versuchen wir das umzusetzen. Die können auch zu unseren Treffen kommen, um einfach eine Idee zu nennen oder Vorschläge. Und dann stimmen wir darüber ab und versuchen das natürlich bestmöglich dann umzusetzen. Und gewisse Dinge versuchen wir auch uns untereinander aufzuteilen. Manchmal ist ein Projekt sehr groß, wo es viel Vorarbeit bedarf. Und dann teilen wir uns gerne in Arbeitsgruppen auf, dass wir AGs bilden und fragen, Mensch, wer hat denn von euch Lust, an dieser AG mitzuwirken? Und dann melden sich vielleicht 4, 5 Mitglieder und dann ist das schon eine AG, die vielleicht zur nächsten Sitzung kleine Zwischenergebnisse mitbringt. Und dann können wir gemeinsam weiter entscheiden, wie wir weiter verfahren. Also würde man jede kleine Entscheidung mit dem ganzen Jugendparlament besprechen, würde es sich wahrscheinlich wirklich sehr lang hinziehen. Deswegen versuchen wir, größere Projekte aufzuteilen, aber gewisse Dinge müssen einfach im Ganzen abgestimmt werden und das bringt die AG dann eben zur nächsten Sitzung mit. Nienke, mach gerne weiter. Ja, genau. Ich würde mich nochmal, also mich würde interessieren, ihr habt ja beide gesagt, ihr seid schon ein bisschen länger dabei. Was würdet ihr denn sagen, war bisher so der größte Erfolg, den ihr mit dem Jugendparlament hattet? Also ich persönlich habe da so 2 Favoriten. Ein Favorit, was ich sehr beeindruckend finde, zum Beispiel das Projekt der Horner Käse. Denn das ist eine Skulptur, die in Horn errichtet werden soll. Und die beläuft sich auf knapp 40.000 Euro. Und dieses Geld mussten wir auch erstmal zusammensammeln. Wir haben Anträge mit dem Architekten, der das entwickelt hat. Also wir haben viele Anträge gestellt bei verschiedenen Vereinen und hatten viele Gespräche, die sehr aufschlussreich waren, weil für uns ist das ja auch eine komplett neue Situation, sich irgendwo vorstellen zu müssen und ein Projekt vertreten. Und das fand ich sehr, sehr spannend und das hat sich auch viele Jahre hingezogen und das neigt sich jetzt langsam dem Ende. Wir haben fast die vollständige Summe und das ist eine Sache, wo ich immer wieder denke, wow, dass das so geklappt hat, obwohl das so ein langjähriges Projekt ist und die Mitglieder im Jugendparlament ja auch ständig wechseln, ist das, finde ich, sehr beeindruckend, dass das Projekt trotzdem so beständig ist und das jetzt ein Ende gefunden hat. Das finde ich ja sehr, sehr schön, aber auch die Poetry Slams, die wir machen, dass wir da so viele Menschen mit erreichen. Das ist so ein Herzensprojekt fast, weil das ist einfach schön, wenn man sieht, wie viele sich da freuen, wie viele Jung und Alt da kommen und dass man so eine Veranstaltung nach Horn holen kann. Ja, das finde ich persönlich auch immer ein sehr, sehr schönes Highlight. Ja, für mich also der Poetry Slam auch, weil da war ich von Anfang an dabei. Beim Horner Käse bin ich so mit reingerutscht. Musste ich erstmal so nachvollziehen, aber der Poetry Slam, da war ich von Anfang an dabei und konnte mitorganisieren und deswegen fand ich den auch sehr schön, dass wir das auch versuchen wieder zu wiederholen, jährlich das zu machen, damit es so ein Projekt ist, was wir halt dauerhaft machen, damit die wissen, die können nächstes Jahr vielleicht wiederkommen, wenn es ihnen gefallen hat. Und das andere, wir sind auch auf dem Sommerfest in Horn immer, das heißt, da versuchen wir auch immer neue Leute zu kriegen. Da bieten wir dann irgendwas an. Letztes Mal haben wir eine Umfrage gemacht, damit wir von den ganzen Leuten sehen, was sie denn so in Horn verändern wollen. Das heißt, wir befragen auch die Leute, was sie verändern wollen, damit wir da auch was umsetzen können. Ich hätte da auch mal eine Frage. Wie entstand denn das Jugendparlament? Das entstand 1999 in Zusammenarbeit mit der Geschichtswerkstatt in Horn. Da haben sich, die Geschichtswerkstatt hat sich zusammengeschlossen und hat darüber gesprochen, Mensch, wie können wir sowas einführen, dass Jugendliche sich auch einbringen können? Und da ist eben
ja, die Idee entstanden, wie wäre es denn mit so einem Jugendparlament? Und da haben ja sich schon die ersten Mitglieder gefunden. Und seitdem, muss man sagen, seit 1999 existiert das Jugendparlament Horn schon und wurde seitdem her immer weitergeführt. Und dann wurde natürlich am Anfang war die meiste Arbeit, da ja auch mit der Stadt geklärt werden musste, wie das mit den finanziellen Mitteln ist. Und genau so verlief das am Anfang eben durch die Geschichtswerkstatt Horn. Also schon ziemlich lange gibt es das Jugendparlament. Ja. Gibt es denn auch in anderen Stadtteilen in Hamburg? Wisst ihr das vielleicht? Ja, das gibt es leider nicht so häufig. In Finkenwerder war mal ein Jugendparlament. Die waren auch auf einer Sitzung von uns, um sich das mal anzugucken, wie das abläuft. Oder auch in Harburg haben wir mal gehört von einem, aber ja, sehr, sehr wenig leider in Hamburg. Sehr schade auch. Ich finde das echt mega spannend. Jonas und Lindke, habt ihr weitere Fragen, die ihr Melissa und Nadine stellen möchtet? Ja, ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar ist es ja echt so, dass durch Corona sich jetzt gerade mega viel verändert. Das habt ihr auch gerade selber schon mal angesprochen, dass viele Projekte jetzt im Moment so ein bisschen flach fallen. Und ich würde mal gern wissen, also wie geht ihr damit um? Habt ihr euch neue Ziele gesetzt? Habt ihr vielleicht irgendwie überlegt, was man sonst so für junge Leute im Stadtteil machen kann, wenn an Freizeitaktivitäten gerade nicht mehr so viel los ist? Also ja, darüber haben wir uns auch sehr intensiv Gedanken gemacht. Wir haben uns als persönliches Ziel gesetzt, dass wir die Internetpräsenz vom Jugendparlament vorantreiben möchten. Das heißt, die Webseite wollen wir aktualisieren, denn sie ist sehr schlicht gehalten und wir wollen ja da ein bisschen unseren persönlichen Touch mit einfließen lassen. Aber auch auf Instagram wollen wir aktiver werden und einfach die Zeit nutzen, wenn wir die Jugendlichen nicht in den Jugendeinrichtungen erreichen können, denn wenigstens über Social Media. Das nutzen ja heute sehr, sehr viele und deshalb ist das auf jeden Fall eine hohe Priorität von uns, da ja ein bisschen mehr zu machen. Aber ansonsten haben wir uns auch für die Weihnachtszeit was überlegt, um ja einfach auch mal was zurückzugeben. Möchtest du das vielleicht sagen? Ja, wir haben uns überlegt, dass wir so Kleinigkeiten kaufen wie Mützen und Schals und den Obdachlosen vorbeibringen und eventuell noch so einen Weihnachtsmann, damit die auch wissen, dass die zu uns gehören, also zu Hamburg. Damit sie fühlen, dass wir eine Gemeinschaft sind. Cool. Ja, voll. Mega cool, ja. Sehr, sehr toll. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage von mir. Wie geht ihr gerade so mit der Corona-Situation um? Wie betrifft euch das? Könnt ihr noch gewisse Sachen tun? Ich gehe mal davon aus, dass das Jugendparlament gerade nicht so viele Projekte wahrnehmen kann, aber wie ist so eure persönliche Story? Also auf das Jugendparlament wirkt sich das so aus, dass unsere Sitzungen jetzt digital stattfinden. Und das war natürlich auch eine spannende Erfahrung für uns, wie wir damit umgehen und ja, wie auch das Jugendparlament zukünftig mit Projekten umgeht. Das ist eben doch ein ganz großer Unterschied, ob man sich sieht oder ob das eben nur alles virtuell ist. Aber wir versuchen eben auch solche Projekte wie den Horner Käse voranzutreiben, was auch in der Vergangenheit geglückt ist, oder Projekte wie die Website. Daran arbeiten wir, an den Sachen, die man halt aus der Ferne irgendwie realisieren kann. Richtet sich deine Frage auch an unser Privatleben, oder? Ja, das ist auch ganz toll zu wissen. Natürlich nur, wenn ihr möchtet. Ja, ist natürlich sehr, sehr schwierig momentan, dass man so eingeschränkt ist und nicht alles machen kann, was man sonst macht. Aber im Endeffekt ja, kann da niemand was für. Und es bleibt uns auch nichts anderes übrig, als irgendwie zusammenzuhalten und die Zeit zu überstehen. Und wenn man gar nicht darüber nachdenkt, auf was man alles verzichten muss, sondern was man eigentlich alles hat, ich glaube, dann kommt man viel besser durch die ganze Zeit. Und ja, ich glaube, denen geht es einem auch einfach besser. Inke und Jonas, ich gehe davon aus, dass ihr beide bestimmt online Vorlesungen habt. Ja. Ist das so für euch? Nehmt ihr das Ganze so wahr? Ich muss sagen, ich finde es schon ziemlich anstrengend. Also ich weiß nicht, ich studiere Politikwissenschaften und deswegen für mich ist es total wichtig, dass man sich auch mit anderen Leuten austauscht und wirklich diskutiert. Und ich habe das Gefühl, dass das über Zoom nicht so richtig gut funktioniert. Irgendwie immer nur sehr schleppende Diskussionen und ja, das fehlt mir schon. Aber
weiß ich nicht, privat habe ich mich jetzt auch schon dran gewöhnt. Also man findet ja irgendwie dann so ein paar andere Aktionen, die man machen kann. Jonas? Ja, ich habe so ein bisschen das, also ich habe nicht mehr wirklich Kurse aktuell, sondern kümmere ja mich halt so ein bisschen um die Bachelorarbeit. Deswegen da bin ich jetzt nicht mehr so drin in dieser Problematik, aber alles andere, das ganze Privatleben oder Dinge, mit denen man sich halt sonst beschäftigen muss, das ist bei mir natürlich eben auch so. Und ja, man arrangiert sich damit und das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile so. Und es gibt, glaube ich, Leute, die das wesentlich härter trifft als, auf jeden Fall härter trifft als mich, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und deswegen, ja, muss man da halt mal stark für andere sein, sozusagen. Ja, ihr Lieben, wir haben schon 20 Minuten verbracht miteinander. Ich bedanke mich sehr herzlich für eure Zeit. Ich bedanke mich bei Nadine und Melissa für eure Bereitschaft, mit uns hier das Interview zu führen und so offen über alles zu sprechen und vor allem über eure Mitgliedschaft im Jugendparlament Horn. Danke an Nienke und Jonas für diese tollen und spannenden Fragen. Und ja, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit weiterhin und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke, dass wir dabei sein durften. Ja, sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.